Hey Handballinspiratoren, das Tempospiel von Norwegens Männern ist simpel und effizient. Mit einer kollektiven Geschlossenheit überrennen sie ihre Gegner und setzen dabei die oft entscheidenden Nadelstiche nach Gegentoren. In diesem Video gehen wir speziell auf die zweite Welle und die schnelle Mitte der Norweger ein und zeigen dabei die sehr einfachen Absprachen im Team von Christian Berger auf. Ihr erfahrt, mit welcher Taktik ihr eure Gegner überrennt und wie ihr die Stärken eurer Spieler im Gegenstoß nutzen könnt. Bleibt am Ball und lasst euch inspirieren. Zuerst möchten wir uns die Ablaufregeln der Norweger anschauen. Die ersten drei Absprachen gelten wohl in jedem Team. Der Kreisläufer hat die Aufgabe, so schnell wie möglich zentral an den 6 Meter zu gehen. Die Außenspieler besetzen die Eckaußenposition. Und die Halbspieler öffnen sich möglichst breit. Die Besonderheit im Ballvortrag liegt nun bei Rückraummitte. Denn dieser prellt zentral nach vorne und spielt zum Beispiel keinen unnötigen Doppelpass mit dem Halbangreifer. Der Norweger rennt immer im Kollektiv nach vorne und versucht sich dadurch einen Vorteil gegenüber den Teams zu sichern, welche Abwehr und Angriff wechselvoll ziehen. Wir gehen nun in der weiteren Absprache von einem 6 gegen 6 Angriff und nicht einem 6-5 Angriff, nachdem ein Abwehrspieler zum Beispiel vorne liegen geblieben oder ein Spezialistenwechsel erfolgt ist aus. Diese Szenen werden wir gleich aber zu Beginn behandeln. Der Rückraum Mitte mit Ball trifft nun die Entscheidung, nach links oder nach rechts zu attackieren. Sein Ziel ist es, die Hilfe vom Halbverteidiger notwendig zu machen, um damit einen großen Raum zum Abräumen nach außen zu generieren. Denn sobald der Halbverteidiger hilft und der Pass zum Halbangreifer gespielt werden kann, entsteht eine 2 gegen 1 Situation. Wir wollen uns in den folgenden Szenen nun explizit diese Dinge angucken. Der Rückraummitte, in diesem Fall Sander Sargosen, bringt nun den Ball übers Prell nach vorne, während die Außenspieler ihre Position besetzen. Der Kreisläufer hat seine Position im Zentrum eingenommen und Sargosen attackiert nun im 6 gegen 5 Angriff den Halbverteidiger. Dabei erkennt er den Raumvorteil auf der anderen Seite durch den verschiedenen Halbverteidiger und spielt den Abbruchpass, welcher zur 2 gegen 1 Situation führt. Erneut konnte über den kollektiven Start eine 6 gegen 5 Situation erzeugt werden. Zusätzlich verhindert ein Spezialistenwechsel das Orientieren in der Abwehr. Und Norwegen trifft die Entscheidung über den Halben. In dieser Szene können wir den direkten Weg von Sargosen mit den Tippen auf eine Seite und dann die getroffene Entscheidung erkennen. Hier möchte ich nochmal deutlich machen, wie zentral der Laufweg von Rückraum und Kreismitte ist und wie entscheidend eine Bewegung in die Seite sein kann. In diesem Fall von Kreismitte, um Räume für den Halben im Zentrum zu öffnen. Über das Prellen und die Torgefährlichkeit bindet Rückraummitte viel Aufmerksamkeit auf sich, sodass der Verteidiger bereits früh gegen ihn raustritt und damit den Verbund löst. Hier können wir deutlich das Ziel, den Gegner zu überrennen und Wechsel eiskalt zu bestrafen, klar erkennen. Denn dies öffnet die notwendigen Räume für den freien Abschluss auf Außen. Mit welcher Entschlossenheit der Rückraum Mitte von der Mittellinie anläuft und versucht, den Halbverteidiger zu attackieren, können wir hier sehr gut erkennen. Befinden sich die Norweger nun im 6 gegen 6 und können den Ball nicht auf Außen abräumen, nutzen sie die Möglichkeit, über Kreuzungen im Zentrum den Ball lange laufen zu lassen und dann intuitiv auf die Situation zu reagieren. Und wenn bereits der zentrale Kreisläufer freigespielt werden kann, werden Kräfte geschont und das einfache Tor erzielt. Bei der schnellen Mitte gelten dieselben Regeln wie bei der zweiten Welle. Dies vereinfacht auch den gesamten Gegenstoß, da die Spieler keine neuen Mechanismen lernen müssen. Der Kreisläufer führt den Anwurf aus und spielt den Ball zum Rückraum-Mittespieler. Dadurch braucht der Kreisläufer keine schwere Entscheidung treffen, sondern kann den Anwurf mit maximalem Tempo ausführen. Ebenso ist der Auftaktpass durch die 3-Meter-Begrenzung geschützt
und Rückraummitte kann nun den Ballvortrag vornehmen. Wir können nun das kollektive Tempo erkennen, welches einen 6 gegen 5 Angriff möglich macht. Der Kreisläufer bindet direkt einen Abwehrspieler über seinen Weg nach vorne und Rückraummitte nutzt die Situation für das bekannte Attackieren vom Halbverteidiger. Durch den Wechsel der Dänen sichern sich die Norweger erneut eine 6 gegen 5 Überzahlsituation und räumen gezielt vom Zentrum aus nach außen ab. Hier können wir gut den erst zentralen Weg von Sargosen erkennen und anschließend seine gezielte Attacke auf den Halbverteidiger, denn dieser muss nun helfen und der Weg zum Abräumen wurde geschaffen. Die Halbangreifer nutzen im Gegenstoß vermehrt ihre Bewegung gegen die Hand, denn über das Zentralisieren von Rückraummitte und Kreismitte ist das Zentrum oft verdichtet und die Räume befinden sich in der Breite. Sollte das Zentralisieren nicht stattgefunden haben, öffnen die Halbangreifer sich die Wege für das 1 gegen 1 gegen die Hand selbst. Aus der Vogelperspektive können wir schön das kollektive Ablaufen erkennen. Ebenfalls ist jetzt wichtig, dass Kroatien im 7 gegen 6 angegriffen hat. Der Torhüter muss also auch wieder zurückgehen. Die Entscheidung trifft Kreisläufer allerdings mit dem Pass zum Halm, welcher sich wie gesehen 1 gegen 1 gegen die Hand mäßig durchsetzt. Auch wenn die Halbverteidiger den Weg gegen die Hand vom Halbangreifer wissen und stoppen wollen mit einem offensiven Raustreten, nutzen die Norweger trotzdem ihre individuelle Klasse und die großen tiefen Räume, die die Abwehr mit dem offensiven Raustritt freigibt, für das 1 gegen 1 gegen die Hand. Hier ist nun wunderbar, das Kollektiv im Gegenstoß der Norweger zu erkennen. Alle Abwehrspieler attackieren und über den Spezialistenwechsel verschaffen sie sich den nötigen Raum auf Außen. Wie wirkungsvoll das Prellen von Sargosen für die Aufmerksamkeit der Abwehr ist, können wir hier deutlich erkennen. Wie bereits bei der zweiten Welle geht auch im 6 gegen 6 Angriff bei der schnellen Mitte es nun darum, über Kreuzungen im Rückraum den Ball lange leben zu lassen und situativ auf die Aktion zu reagieren. Nun wisst ihr, wie die Norweger nach Ballwechseln attackieren und welche Besonderheiten ihr Tempospiel auszeichnet. Neben den einfachen Absprachen, welche häufig bereits in jeder Mannschaft zu finden sind, liegt das Momentum beim kollektiven Umschalten häufig bei den Norwegern. Abwehrwechsel und vorne liegen gebliebene Spieler werden gnadenlos bestraft und schaffen häufig eine 6 gegen 5 Situation. Trainiert und schärft diesen Sinn gerne durch das Spielen auf 2 Tore, auch bei einer Taktikeinheit. Wie fandet ihr jetzt diese Analyse und welche wichtigen Aspekte habe ich für euch noch ausgelassen? Lasst uns darüber gerne in den Kommentaren sprechen, denn Handball inspiriert.